Professional Intermittent Training. Die Zerberstung. Heute zum Thema Langhantel-Schrägbankdrücke. Viel Spaß bei dem Video. Heute wollen wir euch mal das Langhantel-Schrägbankdrücken ein bisschen näher bringen, weil auch wenn ich der Meinung bin, dass Dips in einer brustbetonten, möglichst positiv startenden Variation bzw. Ausführung und das Kurzhantel-Schrägbankdrücken mit den Pit-Hooks eigentlich so die ultimativen Brustübungen sind, wenn man nach Pit trainiert bzw. eigentlich im Allgemeinen, ist das ja nicht immer und überall perfekt umsetzbar. Deswegen möchten wir euch auch mal zeigen, wie man, wenn man nur eine Schrägbank zur Verfügung hat, eine Langhantel, wie man auch damit wirklich möglichst sinnvoll seine Brustmuskulatur treffen kann. Grundsätzlich sollte man immer zusehen, dass man, wenn man die Brust trainiert, den schwächsten oder den schwersten zu erreichenden Anteil trainiert. Der Rest zieht meiner Erfahrung nach automatisch mit. Deswegen versucht euch immer um den obersten Anteil der Brustmuskulatur zu kümmern, weil das der Anteil ist, der erfahrungsgemäß am schwierigsten zu treffen und aufzubauen. Das heißt, wenn ihr den trefft, wenn ihr da einen Kontakt herstellen könnt und wirklich den obersten Anteil kontrahieren könnt, werdet ihr auch insgesamt eine ausgewogene, schöne, entwickelte Brustmuskulatur haben. So, am Anfang zeigen wir mal so die klassischen Fehler, die gerne gemacht werden. Also zum einen Griffweite. Viele meinen ja, je weiter der Griff, desto mehr wird die Brustmuskulatur angesprochen. Finde ich persönlich ist totaler Unsinn. Weil ob man die Brust trifft oder nicht, hängt nicht mit der Griffweite zusammen, sondern damit, was man mit den Schulterblättern macht. Wählt deswegen einfach einen sehr neutralen Griff, wo ihr, wenn die Oberarme eine Linie bilden, die Unterarme in etwa parallel sind. Das heißt, gehen wir einmal runter, bis die Oberarme parallel sind. Jetzt sind die Oberarme in einer Linie und die Unterarme sind ungefähr parallel. Das ist ein sehr neutraler und vernünftiger Griff fürs Bankdrücken. Es bringt eigentlich keine Vorteile, wenn man enger oder weiter greift, sondern sucht euch einfach einen Griff aus, der sich natürlich und gut anfühlt. So, und dann der zweite Fehler, der oft gemacht wird, die Leute gehen viel zu weit runter. Es gibt auch im Internet gibt's so lustige Videos, wo einer mit einem dicken Bauch sich unter sich zwischendurch, genau, diesen hier macht, die Langhantel eigentlich immer nur auf den Bauch fallen lässt. Das hat natürlich mit Brusttraining relativ wenig zu tun. Das ist eigentlich totaler Unsinn, was da gemacht wird. Das ist so der zweite Fehler, das heißt, die Leute gehen eigentlich gar nicht weit genug nach oben. Ich würde schon immer gucken, dass man möglichst bis hier oben an die Schlüsselbeine rangeht. Je weiter nach oben man mit der Langhantel runter und hoch wandert, desto mehr wird man es schaffen, nach oben die Brustfasern wirklich zu kontrahieren. So, der dritte Fehler, der häufig gemacht wird, das ist eigentlich so der meisten gemacht wird, ist, dass man gar nicht darauf achtet, was mache ich eigentlich mit den Schulterblättern während der Bewegung. Wenn ich die Brust treffen will, muss ich dafür sorgen, dass es einen Hebel hat. Hängt die Langhantel unten mal kurz weg, dann zeigen wir es mal. Also wenn ihr die Brustmuskulatur treffen willst, muss man vor jeder einzelnen Wiederholung die Schulterblätter richtig feste hinten und unten zusammenziehen. Ja, also was mir dabei immer hilft, ist so die Vorstellung, ich grab mich mit den Schulterblättern in die Bank rein und liege im Prinzip nur außen auf der Außenkante meiner Schulterblätter auf. Stell mir vor, ich hätte zwischen den Schulterblättern einen Golfball oder einen Tennisball, den ich einklemme und nicht loslasse während der gesamten Bewegung. Und dann sorgt man auch dafür, dass während der Aufwärtsbewegung die Schulterblätter auch hinten und unten bleiben. Wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist es am Anfang anstrengender, sich wirklich auf diese Spannung hinten zu konzentrieren, als eigentlich auf die Kontraktion aus der Brustmuskulatur. So, das sind so die klassischen Fehler, die häufig gemacht werden. Diese einen habe ich noch vergessen. Ellbogenposition. Nehmen wir ruhig die Langhantel nochmal auf, nochmal runter. So, wenn man wirklich die Brust treffen möchte, sollte man darauf achten, dass weder die Ellbogen jetzt zu weit hinten sind, also ist man mehr in der vorderen Schulter drin, noch dass die Ellbogen zu weit am Rumpf dran sind. Dann drückt man auch wieder mehr aus der vorderen Schulter und aus dem Trizeps. Wenn man wirklich die Brust treffen will, sorgt man dafür, dass die Ellbogen ganz leicht in Richtung Knie bzw. Füße sind. Dann wird man auch die obere Brust maximal treffen, maximal kontrahieren können. So, drücken wir einmal raus, gehen wir einmal hoch. Jetzt haben wir lang und breit besprochen, was nicht gut ist. Jetzt möchten wir euch auch zeigen, was in meinen Augen die optimale Technik ist, um wirklich ganz gezielt die obere Brustmuskulatur zu treffen. Erstens, Griffweite, haben wir gesagt, wenn man den optimalen Griff, genau, Langhantel aufnehmen. Und erstmal, bevor ich irgendwas mache, mit gestreckten Ellbogen, die Langhantel über die Augen bringen idealerweise, dass ich wirklich
im Bogen nach unten gehe und dadurch, dass ich die Langhantel jetzt deutlich mehr Richtung Augen habe als Richtung Füße, noch besser wirklich den Kontakt oben in die Brustmuskulatur reinbekomme. Als zweites mit durchgestreckten Ellbogen die Schulterblätter ganz bewusst hinten und unten zusammenziehen. Richtig mit den Schulterblättern in die Bank hineingraben und die Schulter auch Richtung Füße ziehen. Dass ich die maximale Spannung hinten zwischen den Schulterblättern habe, weil dadurch sorge ich dafür, dass die Brustmuskulatur wirklich aus einer komplett gedehnten Position nachher kommt. Und nur aus einer komplett gedehnten Position kann die Muskulatur auch wirklich über einen kompletten Bewegungsradius kontrahieren. Wenn ich das nicht mache, wenn die Schulter schon vorne ist und die Brustmuskulatur halb kontrahiert ist, werde ich die Brustmuskulatur auch nicht mehr so toll treffen können. Also, und dann während der Abwärtsbewegung darauf achten, dass die Spannung zwischen den Schulterblättern bestmöglich erhalten bleibt. Ich konzentriere mich auch während der Abwärtsbewegung darauf, die Schulterblätter feste zusammenzupressen und Richtung Füße zu ziehen. Achte darauf, dass die Ellbogen ganz leicht, ja, das war schon gut, gar nicht so weit, dass die Ellbogen mehr Richtung Füße sind. Und wenn ich dann unten bin, konzentriere ich mich darauf, ganz oben die oberste Brust anzuspannen. Und während der Drückbewegung, während der Aufwärtsbewegung stelle ich mir vor, ich würde die Hände zusammendrücken und drücke dann auch im Bogen nach hinten über die Augen. Dann werde ich den Streifen oben in der Brustmuskulatur maximal treffen können. So, diesen Ablauf geht man einfach jedes Mal wieder durch. Das heißt, jedes Mal, wenn die Langhantel oben ist, wieder mit gestreckten Armen, Schulterblätter zusammen, Schulter Richtung Füße ziehen, Vorspannung rein, genau. Und immer wieder ganz oben aus der Brustmuskulatur. Insbesondere dieses Langhantel zusammendrücken, sich vorstellen, es wäre eine Teleskophantel, die ich auf dem Weg nach oben in sich zusammenschiebe. Das hilft unheimlich, die obere Brustmuskulatur wirklich zu treffen und nicht zu sehr aus der Schulter oder aus dem Trizeps zu arbeiten. Eigentlich eine Sache, die natürlich faktisch nicht funktioniert. Ich kann die Stange nicht zusammendrücken, aber einfach die Vorstellung, dass man es tut, hilft dafür zu sorgen, dass wirklich die Brust hier arbeitet, nicht die Schulter und nicht der Trizeps. So, jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie mache ich das Ganze nach Pit? Optimal ist diese Übung nach Pit nicht wirklich umzusetzen, weil man eben mit durchgestreckten Ellbogen keine komplette Entlastung der Muskulatur hat. Dafür müsste man theoretisch die Hantel jedes Mal nach jeder einzelnen Wiederholung weglegen, was nicht wirklich praktikabel ist. Deswegen wäre meine Empfehlung, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich Dips zu machen oder kurze Schrägbankdrücken, wenn es wirklich nicht anders geht, wenn man nur diese Übung als Möglichkeit hat oder zur Auswahl hat, dann guckt man einfach, dass man trotzdem mit gestreckten Ellbogen oben einmal kurz versucht, so ein bisschen was wie Entlastung aufzubauen, die Schulterblätter wieder neu sortiert, in die richtige Position bringt. Diese Pausen oben anfangs relativ kurz hält, 7, 8, 9, 10 Wiederholungen mit nur sehr kurzen Pausen macht und dann anfängt, nach jeder Wiederholung das Ganze einzuüben. Vielleicht machen wir das einmal vor, wie so ein Satz dann ungefähr aussieht. Genau so. Schulterblätter zusammen, Schulter Richtung Füße und wenn du oben bist, wieder Schulterblätter zusammenziehen, Brust raus, immer wieder aufs Neue. Und Hände zusammendrücken auf dem Weg nach oben. Ja, zwei. Ja, und die dritte Wiederholung. Und die vierte Wiederholung. Und so weiter. Also das wären jetzt, was weiß ich, das kann man jetzt fortsetzen, bis man 7, 8, 9, 10 Wiederholungen zusammen hat. Dann, wenn es dann immer schwer wird, wenn man merkt, okay, ich kriege die Technik nicht mehr sauber hin. Oder ich muss anfangen abzufälschen. Einhängen, kurz Pause machen, Langhantel wieder rausnehmen und die nächste Einzelwiederholung. Ja. Wirklich konsequent ist das Ganze nicht, weil idealerweise wäre es nach Pit ja wirklich so, dass man nach jeder Wiederholung eine komplette Entlastung der Zielmuskulatur vornehmen könnte. Es funktioniert bei dieser Übung, wenn man nur eine ganz normale Langhantel-Schrägbank zur Verfügung hat, nicht wirklich. Aber manchmal muss man auch mit Kompromissen leben. Und dann wäre das die Ausführung der Wahl, die man wählen sollte. Okay, ich hoffe, ich habe nichts vergessen zum Thema Langhantel-Schrägbankdrücken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung. Da sind Links zu meinen Social-Media-Kanälen und von dem vom Lukas. Schaut auf meine Internetseite vorbei unter www.pit-training.de. Wenn ihr diese Übung auch mal in der Praxis machen wollt, kommt zu einem meiner Seminare, da werde ich dann drüber gucken und euch sagen, was gut und was schlecht ist, was man vielleicht verbessern kann, weil gerade so Thema Brusttreffen, obere Brusttreffen haben wir viele Probleme mit. Das sind eigentlich immer dieselben Probleme, die man in der Praxis relativ schnell behoben hat. Dann schaut auf meiner
Seite zum Thema PIT-Seminare vorbei, www.pit-seminar.de. Ja, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und vielen Dank fürs Zusehen heute. Bis bald. Peace.